Jo Leute, was geht ab und willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal Matendo. Und zwar, wenn die Thumbnails scheiße sind, ist die Chance sehr gering, dass man auf das Video draufklickt. Und weil ich sowas ganz lustig finde, dachte ich mir, wir müssen mal YouTuber-Thumbnails nachstellen. Und wir beginnen mit dem ersten Thumbnail. Alter! Geil! Ja, bei dem ersten Thumbnail, habt ihr bestimmt gerade gesehen, war nämlich das Problem, also hier bei diesem Brandless News Hashtag 1, es war sehr schwer, das so hinzukriegen, dass es halt so aussieht. Also ich habe da Elias Sicht genommen, das heißt, ich bin dann Elias. Und ja, sieht sehr verrückt aus. Wir kommen gleich zum zweiten Thumbnail. Das war eigentlich somit das leichteste Thumbnail, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich musste einfach nur so ein Gesicht machen, irgendeine Verpackung nehmen, ein Käsebild rausswitchen, irgendwo von einer Internet-Website halt und auf den Käse ein paar Erdbeeren draufklatschen. Dann hat man ja in der Regel so das Grund-Thumbnail und dann habe ich einfach noch irgendwie. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, was ich da noch hinmache. So, drittes Thumbnail. Look at this dude. Das habe ich einfach so gemacht. Ich mache da einfach ein Bild von mir und mache meine Augen da einfach so groß und klatsche das halt auf den drauf. So, dann hat man ja in der Regel so das Thumbnail. Das war's mit dem Video, Leute. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Lasst auch gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Natürlich die Glocke aktivieren, um die Videos als Erster zu sehen. Oder mit als Erster, keine Ahnung. Ich kann euch nicht versprechen, dass ihr der Erste seid oder die Erste. Ich weiß nicht, wie meine Statistik aussieht. Egal. Ja. Ich brauche auf jeden Fall eure Ideen. Schreibt mir am besten irgendwie einen Videotitel rein und ich versuche den irgendwie rauszufinden, am besten mit einem YouTuber-Namen noch dazu. Und dann versuche ich das Thumbnail nachzustellen, sofern es halt gut passt. Und ja, das war's mit dem Video und haut rein, Leute, bis zum nächsten Video und ciao!